Herzlich willkommen zur 26. Folge 27 Multiplayer mit dem Felix. Guten Tag. Guten Tag. Nee, ist doch richtig. Okay. Kurzzeitige Panik. Aber kein Fehler gemacht. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht, aber okay. So einen großen Fehler gemacht. Eventuell habe ich gerade aus Versehen meine Hauptstrecke weggerissen. Na dann. Nur eventuell. Oh, die Pleuelschlange fliegt hier mal wieder durch die Gegend. Hat wohl mal wieder eine richtige Gasse gegeben. Es sind noch Fahrzeuge im Depot. Moment. Jetzt sind keine Fahrzeuge mehr drin, oder? Ich würde mal fast sagen, der Passagierübergabe ist nicht voll. Dann. Eventuell stehen da so 2.500 Leute, die nach mir wollen. Und Ja, mein Umbau ist jetzt abgeschlossen. Passt jetzt alles. Nur das Ding hier angucken. Das hier. Sie fährt voll. Aber
das muss ich jetzt erstmal ein bisschen einfinden. 36% wird voll. Hey. 95%. Das lasst die ganze Geschichte erstmal einpendeln. Was sagt dein Betriebsgewinn durch deinen Riesenumbau? In Wayne. Monat 126.000, dieser 35. Das ist, was eine einzige Stadt ausmacht, ne? Naja, bisher ist der Monat aber auch erst ein Viertel gelaufen gefühlt. Okay. Aber es ist eine sehr interessante Geschichte, was du da bastelst. Wobei ich das System noch nicht so ganz verstehe. Wie fahren die jetzt bei dir? Schräg. Ich weiß nicht, wie ich es besser umsetzen soll. Das heißt, du hast eine Linie, Rain und dann den sozusagen den ersten Stang, dann HWF den zweiten Stang. Okay. Ich hatte erst überlegt, ob ich dann halt die hochfahren lasse und dann immer diese Zwischenstrecken runter. Das Problem ist dann bloß, dass ich nicht weiß, wie ich die zum Silberplatz zum Beispiel dann bekomme und so weiter und so fort, weil ich dann mit 20 Zügen gefühlt fahre, um es einigermaßen effizient hinzubekommen. Ja, gut, mal gucken. Das sieht auf jeden Fall interessant aus. Bin ich echt mal gespannt. Aber das habe ich so auch noch nicht gesehen. Du wirst so um die Mühle brauchst. Prozent Auslastung, ja. Prozent Auslastung, na gut, dann muss der halt, der hat ja noch Kapazität, ne? Ich glaube, den kriegen wir länger hin. Im Notfall. Alle meine Zuglinien sind rot. Außer die Post Opa zockt zum Übergabebahnhof. Was sagt man da? Scheiß. August, mein Betriebsgewinn sagt jetzt minus 10.000.
Was sagst du? Ich bin jetzt gerade am Überlegen, was mehr Sinn macht. Erstmal die maximale Länge des Zuges ausreizen oder einen zweiten Zug drauf. Ein wirtschaftlich ist wahrscheinlich ein zweiter, die volle Ausreizung am besten. Denke ich jetzt mal, weil du hast nur einmal Kosten von der Lok, ne? Was kannst du denn? Boah, die Power. Meiner? Ja, wo ist denn der? Steht im Bahnhof Wayne. Weil da jemand ein Depot hingebaut hat, der wahrscheinlich in den Hauptbahnhof rein will und sich die beiden jetzt gegenüberstehen. Nein, weil der andere keine Route mehr hat, weil die kaputt ist.
Okay. Das ist eine Beladung, das ist natürlich scheiße. Ups, da fehlt noch ein Adern. Fach. Da was? Habe ich die Züge zu klein geplant? Mach keinen Scheiß, ich muss die Züge doch noch erweitern. Oh, ich bin schon eine Million im Minus. Oder Voraussetzung, würde ich sagen. Und wenn das hier strategisch super, wenn jetzt genau die Industrie spawnt, habe ich gehört. Naja gut, wie gesagt, ich kann halt bis maximal 10,3 Millionen ins Minus. Du kannst bis maximal 13 Millionen ins Minus, weil du hast einen höheren Wert. Also beziehungsweise das Gesamtvermögen darf nicht ins Minus sein, weil du hast ja noch einen Gegenwert. Was ist ja trotzdem Kacke. Ich mag diese rote Zahl da unten nicht. Gar nicht erklären, woran das liegen mag. Ihr macht alle gewinnen. Ihr macht keinen. Das heißt, da müsste ein Wagen runter. Die sind aber auch mit 76%. Da kann ich keinen Wagen runternehmen. Lass sie sich erstmal einfahren. Was bringst du mit 400 Leuten? 18.000.
Langsam, muss ich ganz ehrlich sagen, fange ich an, so ein bisschen nervös zu werden. Ich meine, ich habe jetzt 900.000 Minus beim aktuellen Betriebsgewinn. Wären das so ungefähr 2,5 Jahre, bis ich da raus bin. Das wäre richtig mies. Oh Mann, immer wenn da unten gerade so ein Laufschritt kommt, dann denkt man immer so, ach jetzt und jetzt. Ah, doch nicht. Felix baut immer noch um. Felix schiebt da ins Depot, auf Felix schiebt da. Felix hat so ein Problem gehabt, eventuell. Warum? Ja, weil irgend so ein Idiot sich gedacht hat, ich baue mal normale Signale aus dem Depot raus und baue das Depot so nah ran, dass der Typ sich denkt, oh, dann fahre ich jetzt mal eine Einfahrt zu und pack den ganzen Hauptbahnhof zu. Ja, das ist jetzt. Ja, der Stau löst sich aber schnell auf. Das einzige Problem daran ist bloß, dass eventuell in Neustrelitz so 1000 Passagiere warten. Was? Deshalb ist es mir auch überhaupt erst aufgefallen, weil da so es gibt dezent viele Leute bei den Hauptbahnhöfen stehen. So 900 in Leonberg, so 900 in Lucca. Und Wayne, wie steht da? Nichts. Oh. Na gut, 375. Aber mach ruhig langsam. Ich habe immer noch 2000 Leute bei dir beim Personenübergabe stehen. Ja, ich bring mal auf 5000 oder so. Ich brauche noch ein bisschen. Das passt. Na, das passt. Passt das? Passt, glaube ich. Ja. Pacher passt. Ja, Schilddach passt auch. Bildwerk sollte auch passen, hoffe ich doch mal. Und habe sie eskaliert. 750 Leute drin stehen. Ich glaube, habe sie brauchen. Von da oben fährt halt nicht so viel mit, ne? Ich wundere mich, warum ich nur 16.000 Förderungen habe im letzten Monat. Ich finde leicht daran, dass noch alles überall drin steht. 16.000 Beförderungen im ganzen letzten Monat. Das hatte ich mal mehr zu gehabt, ich hatte nämlich 20.000. Naja, mein höchstes waren 32.000 und das war vor 4 Monaten. Mein Dann ist es. höchstes war vor 5 Monaten mit 25.600. Scheint sich der Ausbau bei keinem zu lohnen bisher. Mein höchster Betriebsgewinn war vor 5 Monaten mit 109. Oh.
Nein, mein höchster Betriebsgewinn war vor 17 Monaten mit 144.000. Dann. Ist Post, es gibt trotzdem leer, so, da sind 160 Säcke in Luca oder so halt. Also im Vergleich zur Person ist halt nichts. Das einzige, wo viel Post drin steht, ist Leonberg mit 560 Säcken. Weil das auch nicht viel ist, so verhältnismäßig. Und ja. Naja, ich sollte sich eigentlich theoretisch gesehen recht schnell wieder zurückbauen. Ja, Theoretisch gesehen. ich müsste jetzt nur mal zusehen, dass ich jetzt mal die 1800 Leute aus dem Übergabebahnhof noch mal raushole. Das ist halt auch bares Geld. Und da kommen schon die nächsten beiden Züge von dir mit 0 und mit 300. Was da hinten jetzt schon wieder stehen? 300. Und Post 200 Säcke nach Felix. Okay. Also euch kriege ich nicht profitabel. 10.000 Verlust. Da ist schon besser, da ist schon besser. Muss ganz ehrlich sagen, weißt du, was jetzt richtig geil wäre? Ja. Eine Industrie, um mal ein bisschen die Finanz wieder auf Vordermann zu bringen. Weil komischerweise bin ich jetzt 1 Million im Minus. Also ist nämlich immer weiter in die Scheiße. Dabei, oh, Bruttogewinn 95.000 minus. Okay, ich wollte gerade sagen, ich habe doch gar nichts gemacht, aber doch, ich habe ja was gemacht. 160.000 ausgegeben. 2 Millionen? Aber hey, ich meine, ist mein Hauptbahnhof mal so leer, wie er seit langem nicht war. Man muss ja immer das Positive sehen, sage ich dann immer. Ja, definitiv. Definitiv. Ich habe noch was Tolles fürs Folgenende. Hauen Sie rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.